Dark Thunder erklärt X-Wing Teil 4. Wir kommen zur Angriffsphase. Wie bereits erwähnt, gilt auch hier wieder der Pilotenwert, der hier bei Han Solo der höchste ist und geht dann runter bis zur 1. Zuerst dürfen die Schiffe schießen mit der Initiative von dem Spieler, der die Initiative hat. Wie bereits erwähnt, gilt für den Angreifer diese Würfelanzahl. Aber dazu noch später etwas. Zuerst, wie bereits erwähnt, kann Han Solo schießen. Der hat jetzt hier nur ein feindliches Schiff. Darum erklärt er auch sofort dieses Schiff als Ziel. Zuerst wäre jetzt noch mehr feindliche Schiffe da, dürfte er auf jedes Schiff messen. Hier wäre jetzt Reichweite 2. Wird immer von der eigenen Base aus gemessen. Auf dieses Schiff wäre Reichweite 1. Ist aber ein freundliches Schiff, darum schießt er nicht auf das Schiff. Danach wird die Waffe ausgewählt. Es gibt zwei verschiedene Waffen. Eine Primärwaffe, das ist wie bereits erwähnt dieser Wert. Und dann gibt es noch Sekundärwaffen. Das sind Geschütze und Kanonen und so weiter. Beim Messen wird auch geschaut, ob es im Feuerwinkel ist. Bei Han Solo ist es so, der hat hier ein 360 Grad, kann er schießen. Das ist auch wieder hier noch auf der Platte, 360 Grad. Er hat trotzdem einen Feuerwinkel aufgezeichnet, da es auch Situationen geben kann, in denen das eine Rolle spielt. In diesem Fall jetzt nicht. Danach hat er gemessen, seine Waffe ausgewählt, ihn als Ziel erklärt. Somit wird auch er automatisch zum Defender, zum Verteidiger. Defender ist ein Schiff. Der hat hier auch drei Verteidigungswürfel, bekommt jeder seine Würfel. Jetzt sagen wir noch, der hat Fokus gemacht und der hat Ausweichen gemacht. Somit würfelt zuerst der Angreifer, modifiziert seinen Wurf, hätte jetzt drei Treffer gelandet. Jetzt ist es noch so, wäre er auf Reichweite 1, hätte er noch einen Pluswürfel bekommen. Wäre der Verteidiger auf Reichweite 3, hätte er auch noch einen Verteidigungswürfel mehr bekommen. Genau. Da das jetzt nicht zutrifft, es in der neutralen Zone 2 ist, ist es so, dass beide ihren genauen Wert bekommen und somit der 3 und der 3 Würfel bekommen. Schießen Sie durch ein Hindernis. Dabei gilt die kürzeste Distanz, das heißt, hier wäre es der Ecken und hier rechtwinklig auf die Base vom Millennium Falcon. Durch ein Hindernis bekommt der Verteidigungswürfel, Verteidigungsschiff noch einen Würfel mehr. Ja, mein Kollege lacht mich gerade aus. Wie gesagt, trifft jetzt alles nicht zu. Der hat drei Treffer gewürfelt. Der andere würfelt jetzt auch drei Ausweichen. Sagen wir mal, er hat nur zwei Ausweichen gewürfelt mit diesem Ausweichen. Dann würde er einen Treffer bekommen, da er keine Schilde besitzt.
bekommt er direkt einen Schaden. Das sind so Karten. Hätte jetzt der Millennium Falcon noch ein Crit gewürfelt, würde diese Schadenskarte aufgedeckt und der Text abgehandelt. Das hier wäre jetzt ein Doppelschaden. Dazu kommen wir dann noch später, was es da noch für Crits ausgeben würde. Danach hätte er eigentlich das Ausweichen ausgegeben. Auch der Millennium Falcon hat seinen Fokus ausgegeben. Dann ist es so, sieht es so, jetzt wäre nach dem Pilotenwert die 2 dran. Er darf messen. Er misst Reichweite 1. Jetzt ist es aber so, der hat nicht einen 360 Grad Winkel. Sprich, es kommt auf seinen Feuerwinkel drauf an. Und um das besser messen zu können, haben wir hier einen Laser. Der ist nicht in der Wundbox dabei. Den muss man sich dazu kaufen. Und so ist, sieht man, er ist außerhalb des Feuerwinkels und kann damit nicht schießen. Und sonst, wenn man natürlich kein Laser hat, muss man hier der Linie entlang, ist etwas komplizierter ohne Laser. Und da sieht man es eigentlich genauso, er ist nicht im Feuerwinkel. Es gibt natürlich auch andere Situationen, in denen es knapper ist. Wie wir vorhin bereits gemessen haben, der kann jetzt nicht schießen, wie wir vorher bereits gemessen haben, ist das eine 2er Reichweite. Und er kann auch nur auf den Millennium Falcon schießen, er kann jetzt zurückschießen. Es könnte jetzt auch eine andere Situation geben, dass er so in Reichweite 2 wäre, aber in seinem Winkel in Reichweite 3, dann gilt natürlich der Winkel. Also das hätte geheißen, dass der Millennium Falcon auf Reichweite 2 schießen kann, der TIE Fighter aber nur auf Reichweite 3 schießen kann. Jetzt haben wir aber eine andere Situation, das heißt, der Millennium Falcon wird jetzt vom TIE Fighter beschossen, der TIE Fighter hat nur 2 Würfel, die Millennium Falcon nur ein Verteidigungswürfel. Das sieht man wieder hier. Millennium Falcon wird angegriffen. Der TIE Fighter hat einen Crit gewürfelt. Der Millennium Falcon hat jetzt ausgewichen. Passiert nicht so oft mit einem Würfel, dass man immer gerade ein Ausweichen würfelt. Mein Kollege hat da super Würfel. Hätte kein Ausweichen gewürfelt, dann wäre es so. Die Millennium Falcon hat hier noch Schilde. Und da wird bei jedem Treffer ein Schild entfernt, bevor es auf die Hülle geht. Es kann Situationen geben, da es zuerst die Hülle trifft, aber hier ist es jetzt nicht so. Das heißt, es würde zuerst auf die Schilde gehen. Das heißt, auch ein kritischer Treffer, der eine schlimme Erfolge hat, nimmt hier auch nur ein Schild. Jetzt kommen wir noch kurz zu den kritischen Treffer. Es gibt da ein bisschen verschiedene, etwas was auf das Schiff zutrifft. Das wäre jetzt ein Doppelschaden, das heißt einfach 2 Schaden. Steht hier drauf, dann hätte es hier etwas, was den Pilot betrifft, den Cockpit-Schaden. Das würde jetzt heißen, er hätte Pilotenwert 0, das heißt, ab der nächsten Runde, das heißt, Han Solo würde jetzt als erster fliegen und als letzter schießen, da er den Pilotenwert 0 hat. Und dann gibt es noch
die Pilotenfähigkeit wird zurückgesetzt, also gibt es nicht mehr. Er kann auch Elite-Fähigkeiten, wie zum Beispiel diese, nicht mehr nutzen. Es gibt noch ganz andere Kicks, Crits, aber dazu dann später noch etwas. Es gibt vor allem jetzt einfach zwischen Schiff und Pilot wird unterschieden. Das hat auch mit verschiedenen Aufrüstungskarten noch etwas zu tun. Dann gibt es noch, es ist noch so, dass es zwei verschiedene Schadensdecke gibt. Da gibt es ein neues und ein altes. Da haben sich ein bisschen die Crits geändert. Nicht fest. Also man sollte sie nicht zusammenmischen, denn also man kann sie gut unterscheiden, wenn man weiß, das ist das neue, das ist das alte. Dann immer auch kontrollieren, dass es 33 Karten hat. Das hat von Doppelschaden, das sind eigentlich die einzigen Schaden, die also Crits, die mehr als zweimal vorkommen im Schadensdeck, die kommen genau siebenmal vor. Und die restlichen, ja, die spielen eigentlich hier keine Rolle. Dann ist es noch so, wenn ein Crit und ein Hit gewürfelt wird und jetzt hier zum Beispiel ein Ausweichen, dann wird zuerst der normale Hit negiert. Das heißt, der Crit würde jetzt hier durchkommen. Wenn natürlich zwei ausweichen, dann werden beide negiert. Ja. Dann hätten wir diese Phase auch hinter uns gebracht. Falls ein Schiff zerstört wird, also 0, also genau 3 Schadenskarten, das sind jetzt verschiedene Schadenskarten, jetzt bei diesen 3 den genauen Hündelwert oder übersteigt, ist das Schiff zerstört. Sollte es den gleichen Pilotenwert haben wie das Schiff, das angreift, darf es noch zurückschießen. Denn die Piloten schießen eigentlich gleichzeitig, nur für das Spiel muss man es ein bisschen anders darstellen. Darum darf das andere Schiff dann immer noch schießen. Hier in dieser Situation hätten alle verschiedene Pilotenwerte, also sobald ein Schiff zerstört wäre, wäre es dann auch zerstört. Ja, das wäre es jetzt zu dieser Phase gewesen. Danach kommt eigentlich nur noch die Endphase. Ja, tschüss.